Bro, geht's dir gut? Yo, du Fresse, oder ja? Wir sind hier live dabei bei einem Einsatz. Oh, haben wir es hier mit einem Unfall zu tun? Nein. Oh, Junge. Ah, ja. Wow. Tschabum. Alles geht schief, ich bin komplett unvorbereitet. Ich muss die Baba-Batterie kurz mal hier stehen lassen. Ich habe auf dem Weg mein Handy verloren. Alter, nein. Dreck. Ich sehe auch nichts, so dunkel. Bevor ich die Cam angemacht habe, ist mir die Baba-Batterie vom Fahrrad gefallen. Ah, da liegt mein Handy. Da liegt es. Ja, wir können weitermachen. Ja, das ist ja folgendes Problem, Leute. Jetzt passt auf. Ich muss kurz aufmachen. Komm mal raus. Wir gucken, ob wir den so aufs Fahrrad bekommen. Mal gucken, ob ich so fahren kann. Das wird schwierig. Also, ich kann so nicht fahren. Unmöglich. Der ist Krankenwagen, ich höre ihn schon. Jo, jetzt wird es eskaliert. Aber vielleicht schaffe ich es, die Batterie ein bisschen höher zu machen. Ihr fragt euch jetzt auch bestimmt, wieso ich nicht mit dem Auto gefahren bin. Hey, mit dem Fahrrad ist viel lustiger. Da komme ich in jeden Dreckswinkel rein. Jetzt so. Ha, vielleicht kann ich so fahren. Oh, geht. Geht. Ja. Baba. Die Baba-Batterie kommt. Was ist das für eine Drecksklingel? Scheiße. Sorry, Verzeihung, ich muss da durch. Ich habe eine Baba-Batterie am Start. Hallo? Entschuldigung. Huhu. Hallo? Entschuldigung. Alles gut. Ja, danke. Mein Licht geht hinten nicht. Das ist gar nicht gut. Ich werde hier noch von irgendeinem Besoffenen noch mitgenommen. Warte mal, ich fahre lieber mal hier kurz auf den Bürgisteig. Ha, was wird denn da gezündet? Jo, das war ein tschechischer Böller. Ah, Bro, Achtung. Sie haben mich gekriegt. Oh. Ah, jetzt. Mein Licht ist an. Ich bin wieder safe unterwegs. Boah, ich glaube, da geht's ab da vorne. Da könnte man die Baba-Batterie starten. Ah, noch 10 Minuten. Ich sehe es da vorne. Ja, das ist gut. Dann haben wir jetzt Zeit und. Wow. Oh, Alter. Unmutig. Oh, shit. Road Rage. Bruder, ist hier was los? Achtung, Bro. Danke. Oh, hier geht's ab. Hier können wir die Baba-Batterie starten. Ja, Mann. Das machen wir hier. Aber ich verstecke mich erstmal kurz da vorne. Ja, wir müssen einen Plan schmieden, denn ich muss ja kurze Zeit mein Fahrrad dafür. Bro. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da durch kann, Bro. Nicht, dass mir hier jemand noch einen Böller unter die Reifen wirft. Und ja, wir müssen uns jetzt hier einen kleinen Plan schmieden, wie wir das mit dem Fahrrad machen, Bro. Weil die Leute, das ist verrückt. Die klauen mir mein Bike. Bro, wie viel haben wir? 9 Minuten noch. Ist es. Alter, die fahren auch in Tschechien. Bro, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du diese Batterie anzünden um 0 Uhr? Diese Baba-Batterie, das ist die größte Batterie Deutschlands. Du musst sie anzünden. Hier, keine Ahnung, Bro. Ich weiß selbst nicht. Ey, pass auf, mein Fahrrad. Guck, du bist Profi, Mann. Ich sehe das schon. Anzünden. Süß. Ja, aber wo? Ach so, ich muss selber gucken, keine Ahnung, Bro. Warum kommst du, Digga? Wieso nicht? Er ist so ein großes Ding. Nein, das ist vom Aldi, Bro. Ich schwör's dir, das ist vom Aldi. Okay. Oh, Bro, die fällt schon auseinander. Kannst du die auf den Boden tun? Bro, was, ey, ich kann dir gar nichts versichern hier, Digga. Der Bre hat Angst, ich verstehe das. Könnt ihr die Gleisanstalt machen? Was ist das? Ja, können wir machen, Bro. Warte auf 0 Uhr. Ja, klar. Ja. Aber weißt du, wo die Lunte ist? Der Bro ist komplett geisteskrank, okay? Wir haben noch eins. Jawohl. Aber lass auch los, Bro. Ich hab keinen Bock, hier blind zu werden. 3 Minuten noch. Junge, das wird mir die Baba-Batterie. Machst du YouTube? Ich mach YouTube, ja. Wollen wir die Leute zumachen? Nein, Bruder, nicht auf die Leute. Ah, nein. Bisschen nach oben. Bisschen nach oben, ja. Aber warte, ich hol kurz Feuer. Nein, so in die Richtung. Aber lass auch los, weil ich hab keinen Bock, hier blind zu werden. Kurz. Gib dir, guck, mit super duper Volt. Bro, Alter. Bro. Wie mein Fahrrad einfach da auf dem Boden steht, Junge. Okay? Eskalation hier. Haben wir etwa schon 0 Uhr? Was hat der gezündet, Bro? Das sieht nicht gut aus. Was macht der denn? Oh, Junge! Du Check, du! 0 Uhr? 0 Uhr? Ja! Und dann die Baba-Batterie an! Oh, mein Fahrrad, Scheiße! Hier, Bro. Leg auf Boden. Ah! Wow. Alter, wie die ballern.
Maschinengewehr! Kleine Text hier, aber entspannt hier mit dem E-Bike. Da vorne sehe ich Polizei oder Krankenwagen. Eins von beidem. Boah, wie es da aussieht. Krass. Ah, das ist der Main. Da geht's richtig ab. Da müssen wir unbedingt hin. Wie viel Uhr haben wir? 0 Uhr 4. Die Nacht ist noch jung. Ich muss aufpassen, Bro. Hier sind alle besoffen. Was macht der Bre? Oh, überfahr mich nicht. Ah, oh. Die ist eigentlich komplett in der verbotenen Zone. Die Leute ballern hier trotzdem neben der Polizei, die angezogen ist wie Robocop. Stellt euch mal vor, so ein Käfer fliegt mit dem Stress. Yo! Alter, mein Magen hat sich umgedreht. Was war das denn? Yo, ihr Keks, Alter! Eben noch davon geredet, dass mir etwas in die Fresse fliegen wird. Knapp wieder dem Tod entkommen. Aus der Hand wieder, aus der Hand. Das könnte auch Frank sein, ja. Die Handy kommen erst mal rein. Ja. Okay, ab runter zum Main. Mal sehen, was da abgeht. Aber wie die Leute hier sich an der Konstablerwache gar nicht dran halten, juckt keinen diese Verbote. Ich glaube, Konsti, Hauptwache und Hauptbahnhof, da ist überall Böllerverbot. Oh, wie viele Leute kommen. Jo, was ist hier los? Oha! Gehen die alle hin? Jetzt war ohne Scheiß. Die Party ist da vorne, wie voll das da ist. Oh, Bro, danke. Der hat mir kurz das Leben gerettet. Oh, das Geist ist zerstört. Wow. Alter, was machen die da? Was machen die da? Jo! Oh. Einfach mit Kindern hier! Alter! Der rennt einfach mit seinen Kindern hier durch die Gegend. Boah, Bro! Wer schmeißt die? Junge, ich hab genau da geguckt. Kurz blind geworden. Wie klein die auch sind. Das sind, glaube ich, 8 Gramm oder so. Alter! Ach, verhickt euch doch. Geht mal weg. Ich versuche mal von der anderen Seite dahin zu kommen. Die haben hier die Brücke gesperrt anscheinend. Was geht mit denen hier? Einfach jetzt mit dem Fahrrad da durch. Richtig behindert. Ja. Da ist auch komplett voll. Nee, da ist nicht voll. Da können wir lang, jawohl. Oh, der fährt aber mit dem Auto dahin. Hä? Ach, man kann. Yo. Es dauert nicht mehr lang und so eine Rakete fliegt mir wirklich ins Gesicht. Das sieht nice aus hier von hier. Wir fahren jetzt hier trotzdem mal auf die andere Seite von meinem Ufer. Mal sehen, was da so abgeht. Hier scheint nicht mehr so viel los zu sein, aber ich höre Sirenen. Entweder ist es mein Ohr, das piepst wegen dem Polenböller vorhin, oder das ist Krankenwagen oder Feuerwehr oder Polizei. Oh, die Polizei. Was macht die Polizei? Die fahren aber auch ohne Licht. Wieso fahren die ohne Licht? Kann das mal jemand erklären? Uiyo! Oh, ich wurde fast von gefahren. Überfahren. Pass auf. Hier ist wieder entspannt. Gucken wir, was hier abgeht. Guck mal hier. Müllabfuhr einfach Bricke gesperrt. Ich fahre einfach mal weiter. Ich fahre jetzt hier rein. Mal gucken, ob. Oh, Bro. Ich habe einfach eine Batterie erwischt. Wow. Was? Guten was? Guten Rutsch ins Klo? Was haben die gesagt? Ich verstehe nichts. Holen wir away. Fast hingeflogen, ne? Oh shit! Holy moly! Was passiert jetzt? Jo, hinterher! Wir sind direkt hinterher! Ja, das ist wie die Polizei, die da durchkommt! Das will ich jetzt mal sehen. Niemals geht das! Niemals kommt die da durch! Wow! Oh shit, Alter, die haben die Tür aufgemacht! Oh! Oh, oh, oh!
Steigt er jetzt wieder ein? Ah, der muss viel warten. wegen der Abstellung hier. Und fahr. Das erste Mal im Leben, dass ich die Polizei verfolge und ich die Polizei mich. Wir sind hier live dabei bei einem Einsatz der Polizei. Du hast dich ab. Au! Ich bin auch ein Fahrrad. Das erste Mal heute Nacht, dass ich einen Fahrrad sehe. Ja, die Polizei hat einfach hier Blaulicht angemacht, nur um schneller Feierabend machen zu können oder was? Ey, yo, Alter! Ich könnte heute wirklich drauf gehen. Chaya hat mich fast abgefackelt. Ja, da ist doch die Polizei, ja. Wir haben es geschafft, hier die Polizei einzuholen. Herr Kommissar, wo ist denn der Einsatz? Schön hier früher Feierabend machen. Für nix und wieder nix hier in die Pedale getreten. Aha. Die fahren wieder zurück. Geil. Wow. Nice, Mann. Ich habe übrigens kein Mikrofon drin. Kann sein, dass man mich überhaupt nicht versteht. Aber ich glaube schon, man versteht mich, weil die GoPro ist direkt an meinem Mund. Der Ohr, was ist das für ein Unfall? Haben wir es hier mit einem Unfall zu tun? Ja, Mann. Unfall. Unfall, Brudi. Wie ist das denn passiert? Na, ich sag euch, wie das passiert ist. 12 Promille haben die alle. Alles klar, es geht weiter. So wie in Berlin, dass die Autos hier abfackeln. So weit ist Frankfurt noch nicht. Aber weit entfernt davon auch nicht. Aus der Flasche und aus der Hand. Sünde. Nein. Wie ist denn das passiert? Ah, guck mal hier. Alter, da hat noch jemand 12.000 Euro ausgegeben. Noch so eine Baba-Batterie. Ja! Ich bin echt gespannt, was die Jungs jetzt hier vorhaben. Einfach nix. Die sind einfach so ausgerastet. Wie geil wäre das denn, wenn die Menschen jeden Tag so drauf wären? Ja, das wäre einfach nur ein Paradies. Jeden Tag ADHS. Irgendwann mal explodiert so eine Rakete in der Hand. Boah, Junge, in die Menge da hinten. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier lang können. Ich weiß nicht, ob ich mir das geben will. Oh no. Nehmen wir, das gebe ich mir nicht. Boah, da hinten. Da hinten ist viel Polizei. Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr, alles am Start. Irgendwas brennt da. Fahr, Herr Kommissar. Aha. Feuerwehr? Nee, Krankenwagen. Kein Wunder bei so vielen illegalen Turmböllern. Man merkt so langsam, den Leuten geht das Feuerwerk aus. Wir sind auch schon über eine Stunde unterwegs oder sogar länger. Warte mal, wie lange bin ich denn hier unterwegs? 40 Minuten erst. Jo. Ich habe ja auch noch Böller dabei, fällt mir gerade ein. Man könnte sich jetzt irgendwo hier hinstellen und auch ein bisschen Silvester feiern. Boah, hier riecht es nach Ott. Gar keinen Bock mehr hier auf die Menge. Privat bin ich ja ein ganz, ganz zurückgezogener Typ. Ihr kennt mich ja gar nicht so. Ihr kennt mich nur als den Chabo, der in die Masse reingeht. Aber privat habe ich gar keinen Bock auf Leute. Das ist mir viel zu viel. Ich kotze gleich. Ich habe Magenschmerzen einfach bekommen. Ey, ich dachte, ein Fahrradfahrer überholt mich. Das war einfach mein eigener Schatten. Deswegen suchen wir uns jetzt einen ruhigen Spot, wo wir das Feuerwerk zünden können. Stellt euch mal vor, so ein 100 Gramm Böller jetzt hier zünden. Boah. Oh, das sieht gefährlich aus. Das sieht gefährlich aus, Bro. Man kann, ich weiß nicht, was es ist. Ah, okay. Easy. Das ist nix. Das kann auch ein 3000 Gramm Böller sein und dann haben wir den Salat. Okay, hier ist keine Gefahr. Vater mit Kind, Familie, alles gut. Da kann ich locker durch. Holy moly, keine Gefahr. Der hat mich schon fast umgebracht. Junge, das sind Zombies. Das waren 50 Gramm. Ich weiß nicht, ob man das auf Kamera gehört hat. 50 oder 100 Gramm, sehr weit weg. Da hat ihn einer gebracht. Waren die Lagerfeuer? Böllerfeuer. Böller-Lagerfeuer. Alter, die sind komplett behindert. Die schwitze einfach. Nicht für normal. Boah, guck mal hier. Was haben wir denn hier am Start? Ich zünd einfach alles. Alles weg. Alles weg. Und dann war es das hier auch mit dem Dreck-Video. Boah, das ist schon viel. Boah, das ist schon viel. Ganzer Rucksack voll. Hey. Eins und zwei. Hier nochmal zwei. Das sind einfach mal Feuerwerk. Das soll mein Feuerwerk filmen. Datenschutz, ey. Komm, geh an. Ich habe hier den letzten Müll. Ah, hier sind noch ein paar Superböller. Ah. Zack. Alter! Mein Ei! Das Ding hat einfach meinen Hosensack getroffen. Unter der Brücke wird gut laut. Ah, meine Hand.
Ui, 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 hey, hey, alles gut. So, chill, entspann dich. Möchtest du zu Bierchen haben? Ui, ich trinke zwar kein Alkohol, aber ich danke dir. Prost, neues Jahr. Die Astra-Rakete. Ja, danke, Brudi. Sehr nett, die Jungs. Die haben sich selbst gedacht, was ist denn das für ein Keck? Der feiert einfach alleine, hat keine Freunde. Ey, die sind geil. Ah, kein Bock mehr. Komm, komm. Das Bier, soll ich das mitnehmen? Ich kann jetzt nicht mit dem Bier fahren. Ich stell die mal hier hin. Der nächste Bro, der hier vorbeikommt, wird die sich bestimmt schnappen. In Frankfurt ist das ganz schnell weg. Und jetzt fahre ich nach Hause. Ihr könnt euch jetzt noch den Chaboom-Pulli gönnen, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, sowieso. Bro, ich seh nichts mehr.